Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Tutorials Reviews More. Ja, eigentlich hatte ich mir jetzt vorgenommen, keine Videos zu machen, die ich schon mal früher auf dem alten Channel gemacht hatte. Allerdings hat sich bei diesem Mod, bei dem Extra Parts Movements Mod hier, sehr viel getan, oder doch einiges getan. Und ich möchte jetzt kurz vorstellen, was Neues und den Mod sozusagen generell, auch wenn man ihn installiert, kurz vorstellen. Ja, wie gesagt, wie der Name schon sagt, Extra Parts Movement oder abkürzt EPM. Mit dem könnt ihr zum Beispiel Spoiler bei bestimmten Wagen bewegen und so weiter. So wie es auch in echt funktioniert. Das Ganze könnt ihr hier runterladen in Kotz Job Shop. Sound Link ist in der Beschreibung. Ein alternativer Download Link ist auch hier auf GT4 Mods. Und natürlich braucht ihr einen passenden Wagen dazu. Zum Beispiel hier den Pagani Huayra. Der eben hier mit EPM kennzeichnet, eben das unterstützt. Mit dem würde es wie ein echter Spoiler dann funktionieren. Ja, ihr findet hier auf GT4 Mods genug Fahrzeuge, ihr braucht einfach mal in der Suche das eingeben und da kommen genug Fahrzeuge. Ich habe einige davon schon installiert und ja, gut, gehen wir weiter. Was wir noch brauchen ist den GT4 Asyl Loader. Den braucht ihr nur, wenn ihr den nicht schon habt, logischerweise. Also einige könnt ihr den vielleicht schon haben durch den Trainer, weil sie den installiert haben oder sonstiges. Ansonsten hier runterladen und als letztes brauchen wir noch die Script Hook, die könnt ihr auch hier runterladen. Es werden eigentlich alle GT4 Versionen unterstützt, also GT4 und Episodes von Little City. Also runterladen und speichern am Desktop. Ja, dann habt ihr hier diese drei Archive, die entpackte mit WinRAR oder gleichen. Und dann haben wir hier drei Ordner, beziehungsweise vier natürlich auch, wenn ihr ein Fahrzeug runtergeladen habt. Als erstes gehen wir in den scripthook.net Ordner und hier sind zwei Dateien plus ein Ordner und den kopieren wir hier in unser GT4 Verzeichnis. Ja, in meinem Fall sind die natürlich schon vorhanden, da ich den bereits verwende. Und als zweites brauchen wir eben den Asyl-Loader, dcd-sound.dll, die kopieren wir auch herein. Und wenn schon vorhanden, könnt ihr es überschreiben oder könnt ihr es auch einfach lassen. Und zu guter Letzt brauchen wir noch den EPM-Mod selbst. Dazu gehen wir im GT4 Ordner in den Script-Ordner, den wir eben gerade neu eingefügt haben, und fügen diese drei Dateien hier ein. Ja, das war's soweit einmal. Jetzt kommen wir kurz zu den Einstellungen und zu den Fahrzeugen selbst, wie man die verwendet. Also als erstes öffnet ihr die movedos.ini. Ich öffne die jetzt mit Notepad++. Ihr könnt da verwenden, was ihr wollt. Hier sind schon einige sozusagen Linien vorgegeben, bei denen die ganzen Einstellungen für verschiedene Fahrzeuge ja eben schon hier drin sind. Entweder ihr lasst es einfach drin oder zur Übersichtlichkeit räume ich jetzt hier einfach mal aus. Ja, dann öffnen wir von eurem Fahrzeug von eurem runtergeladen, in diesem Fall eben der Pagani bei mir, da öffnet ihr die Readme, was ihr sowieso tun solltet wegen den Handling und Carcall Sachen und so weiter. Ja, wer übrigens nicht weiß, wie man ein Auto installiert in GT4, der findet hier irgendwo eingeblendet den Link zum Video, das habe ich sogar auf diesem Channel hochgeladen, erst vor kurzem, wie man denn ein Auto ersetzt. Und ansonsten machen wir jetzt hier weiter. Gut, wie gesagt, ihr öffnet die Readme, hier stehen die ganzen Informationen und so weiter und hier steht auch dann schon EPM Script. Ja, hier ist nochmal, wäre nochmal der Download-Link. Ansonsten brauchen wir jetzt hier die Settings, das sind hier in diesem Fall drei so Zeilen. Die kopiert ihr und fügt ihr in diese movedos.ini ein. Ja, im Endeffekt sagt der Code nur darüber aus, bei welchem Fahrzeug ihr das verwenden soll. In diesem Fall steht hier noch XXX. Da kommt dann später ein Hashcode hinein, den man im Spiel abrufen muss. Dazu komme ich aber später noch. Ansonsten stellt man hier ein, zum Beispiel, mit welchen Tasten man den, diesen Spoiler bei diesem Fahrzeug zum Beispiel manuell verwenden könnte. Oder bei welcher Geschwindigkeit das passieren soll. Oder wie schnell sich der öffnen soll und so weiter. Also braucht euch eigentlich nicht kümmern, einfach nur hier einfügen. Und ansonsten, ja, war es das, was das betrifft. Ansonsten gibt es im Scripts-Ordner noch eine movedos.conf-Datei, das ist eben eine Konfigurationsdatei. Bei dem könnt ihr die Tasten einstellen. Insgesamt gibt es drei Befehle. Erstens mal den Hashcode bekommen, das wäre standardmäßig Numpad 8. Ja, den Automod, zum Automod switchen halt wäre mit der End-Taste, das heißt, damit eben der ja im Script angegeben bei einer bestimmten Geschwindigkeit der Spoiler ausfährt, das wäre halt im Automod, und manuell, dann würde er nur ausfahren, wenn man die Tasten betätigt, die man eben auch in der Ini-Datei angegeben hat. Ja, ich lasse es einfach mal Standard. Hier unten würde noch stehen, mit was man das alles ersetzen kann. Gut. Können wir das eigentlich schließen? Ja, wie gesagt, ihr braucht ein Fahrzeug im Spiel.
ihr müsst die Init-Datei einfügen, sonst funktioniert das gar nicht. Und ansonsten gehe ich jetzt kurz ins Spiel und zeige das Ganze kurz, wie man an diesen Hashcode rankommt und wie man das Ganze dann auch verwendet. Also bis gleich. So, ich befinde mich nun im Spiel und zeige jetzt kurz das Ganze. Also, ja, um den Wagen zu spawnen, am besten wir den Trainer verwenden. Ich habe das den Wagen hier hinzugefügt. Muss ich nur noch finden. Naja, hier auf der anderen Seite, genau. Gut, dann spawne ich den hier mal. Ja, wenn man damit herumfahren würde, passiert hier natürlich noch nichts, da eben noch kein Hashcode eingefügt wurde. Um an diesen Hashcode jetzt zu kommen, drücken wir einfach den Numpad 8 eben und hier wird der Code eingeblendet. Ja, den notiert ihr euch am besten oder was weiß ich, um den dann später eben in der Datei einzugeben. Ja, wenn ihr das habt, könnt ihr einfach Escape drücken, bleibt im Menü, könnt GT4 einfach minimieren und könnt das die Datei bearbeiten. Das zeige ich jetzt auch sowieso. So, ich befinde mich jetzt wieder am Desktop bei mir. Außerdem habe ich meine movedoors.ini wieder geöffnet. Und jetzt ersetzen wir diese 3x durch die Zahl, die uns eingeblendet wurde. Ich hoffe, ich habe die richtig hier, schreibt die richtig ab, weil bei mir ist das die Fraps-Aufnahme angezeigt worden, also wie viele Frames. Das kann das Bild etwas beeinträchtigen. So, also wie gesagt, man kann das hier direkt bearbeiten und wenn wir jetzt wieder ins Spiel zurückgehen, was ich jetzt gleich machen werde, sieht man auch, dass der Spawner gleich funktioniert. So, also ich gehe wieder ins Spiel. Ja, leider musste ich mein GT4 trotzdem neu starten, da bei mir irgendwie der Fenstermodus immer herumspackt und mich irgendwie nicht mehr spielen lässt. Egal, ich spawn mit dem Wagen neu. Normal sollte es, wie gesagt, ohne Probleme funktionieren, das direkt zu bearbeiten und wieder ins Spiel zurückzukommen. So, ich spawn mit dem Wagen neu hier und fahre einfach mal drauf los. Und wir sehen schon, der Spoiler hier bewegt sich. Wenn wir bremsen, sollte sich der auch nach vorne mitbewegen, also als sozusagen Airbrake. Ja, auf diese Art und Möglichkeit kann man das bei jedem Wagen, der das eben unterstützt, verwenden. Und ansonsten hoffe ich, das hat euch weitergeholfen. Ladet euch den Mod runter, der ist wirklich klasse. Und ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.